31. Oktober 2020, Detlefs Puls. T7051 mit Einzelbetten. Hier steht er, modernes Design, Powermotor, 4 Kameras mit drin, mit Rundumsicht, die es einem leicht machen, das Fahrzeug dann auch zu navigieren. Und nochmal einem etwas anderen Spoiler-Kit vorne. Sieht ganz schick aus. Hier steht er für 80.835 Euro. Also auch im teilintegrierten Bereich 80.000 geht, wenn man das nur möchte. Denn großer Motor mit drin, 7,41 Meter, 3 Meter Höhe und Breite 2,33 Meter. Das Ganze auf 3.650 Kilogramm. Also mit dem alten Dreier zu fahren oder mit dem C1 569 Kilo Zuladung. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug mal an. Marlene, grüß dich. Hallo Sven. Es ist Sonne, ganz schlimm zum Filmen. Aber für euch natürlich super, aber es wirft viele Schatten. Trotzdem versuchen wir euch die Autos mal so richtig schön zu zeigen, weil viele ja sagen, ja, Sonne ist doch klasse zum Filmen. Nein, denn allein schon der Schatten, der hinten rechts ist, machen es gar nicht so einfach, die Fahrzeuge zu erkennen. Großes Fahrzeug, ganz moderne Ausstattung drin und mal schauen, ob es dir gefällt. Viel Grau. Ja, viel Grau im Moment. Mal schauen. Ist das ein Thema für dich, Grau? Graue Töne sind sehr angenehm, zurückhaltend. Wir schauen mal gleich rein. Man sieht es auch vorne direkt mal in der Seitenansicht, dass also auch die Beklebung reduziert ist auf schwarz. Also man hat wenig Rottöne, nur vorne hier das Power nochmal und das Detlefs in Rot. Ich habe ein Panoramafenster mit drin, 2,3 Liter, 160 PS, Fiat-Motor mit drin. Stahlfelgen und Einzelbetten. Außengasanschluss, also der hat schon ein bisschen Ausstattung, hat einen Radträger mit drauf, Anhängerkupplung ist mit drin. Also jeder ist anders so ein bisschen. Da hinten noch eine Kamera mit drin, 4 Kameras. Können wir uns gleich mal anschauen. Da ist die Heckgarage, mach mal auf. Mit viel Stauraum rechts an der Seite. Da ist eine Aldeheizung ist eingebaut. Das heißt also schon viel Komfort. Ansonsten muss man gleich mal die Unterschiede beim Preis auch mal zeigen. Mach mal zu. Das ist die Seite. Und hier hat man dann die Heckansicht noch mal komplett. So, wir gehen am besten mal auf die andere Seite. Hier ist ein Alkorahmen. Heckscheinwerfer. Außengasanschluss. Ziehmafeste. Oder auch nicht. Da ist er. Das ist kein Außengasanschluss. Das ist eine Dusche. Ja. Zieh mal raus. Das ist ja süß. Ist das eine Außendusche mit drin? Das steht da drin. Ich habe mich gerade gewundert, da steht nämlich vor Frostschützen, was bei Gas nicht notwendig ist. Ja. Ist die süß. Ja, steck mal rein. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Okay. Nee, wie auch. Hier ist dann die Befüllung fürs Wasser. Toilette. Der Kühlschrank auf der Seite. Bin hier mal gespannt. Die Küche. Das Ganze jetzt auch in Grau gehalten. Mit gut 80.000 Euro. Da darf dann auch eine Truma Aventa drin sein. Eine Klimaanlage. Die sehr leise übrigens ist. Eine der leisesten am Markt im Moment. Hier hast du die Vorbereitung dann für die automatische Sattanlage, die drauf ist. Da ist eine unglaublich tiefe Küche. Ja, also man hat hier wirklich Platz. Da kannst du auch locker nochmal hinten einen Abtropfbereich dir hinstellen, wenn du gespült hast.
Hier die Kochfelder, 3 Stück. Großer Schrank oben drüber. Hier hast du dann noch so einen, in der Mitte einen Schrank, der ist offen. Hier könntest du theoretisch deine Gewürze vielleicht unterbringen oder vielleicht auch hier im mittleren Bereich. Da wäre dann Platz für viel Zubehör für die Küche. Großer Spiegel, guck mal bei dir, neben dir. Der von oben bis unten geht, kann sich komplett sehen. Aber in der Küche? Ja. Haben wir hier noch? Wow, der geht bis hinten durch, der Stauraum. 2 große also hier Fächer, da ist die Müll. Und hier sind auch die Absperrhähne. Ja, okay. Dann, der Besteckkasten. Noch mehr Stauraum. Und hier auch noch mal. Der große Kühlschrank. IS-Kühlschrank von Dometic. Der ist wirklich groß. Mit Gefrierfach. Oh ja. Über ein Fach. Zum Beispiel für die Mikrowelle. Ja, da passt wirklich eine rein. Das ist genug Stauraum dafür. Wenn man das ist uns der Elektroblock mit der Aldeheizung mit drin. Auf der rechten Seite. Hauptschalter ist aus. Der ist übrigens unter dem Fahrersitz. Gibt es einen kleinen Schalter vom Lok, den haben wir schon gemerkt. On-off, kannst die Hauptbatterie abschalten. Genau. Was, glaube ich, ganz praktisch hier ist. Mhm. Aber es ist so hell, wir brauchen gar kein Licht. Dann die Tür als Raumtrenner. Genau. Kannst zumachen. Und das Bereich ist getrennt zum Schlafzimmer und Bad. Dann siehst du hier, guck mal, da hast du schon mal 2 Türen laufen. Siehst du unten die Schienen? Mach mal zu. Das heißt, hier kann ich auch Schiebetüren. Noch mal vereinzeln. Und hast dann dein, Raumbad wäre jetzt übertrieben, aber du hast zumindest mal einen Bereich mit Dusche, den du trennen kannst. Oben ein kleiner Handtuchhalter mit drin. Dann, was schön ist hier, die Integration. Du kannst noch weiter aufschieben hier, die Falltüre. Ja, die lässt sich. Nee, zu meine ich. Mach mal zu. Zu? Achso, komplett zu. Ja, genau. Ich will mal gerade sehen, wie weit die schließt. So, der Vorteil ist nämlich, wenn ich jetzt hier bin, und das zeige ich gleich mal, das Bett, das wird vielen gefallen. Das ist genial, das Bett. Warte, jetzt zeige ich dir gleich mal. Das ist der Grund, warum die Heckgarage ein bisschen kleiner ist. Also wenn du das jetzt öffnest, ist der Raum komplett erweitert durch die Dusche und wirkt unglaublich riesig. Denn, ich sag mal, die Dusche erweitert den Gesamtraum. Mach mal gerade die Tür zu nochmal, Marlene. Und hier kannst du sie auf jeden Fall fixieren. Ja, für die Transport. Welche Tür meinst du jetzt? Die außen, die Tür. Die? Genau. Die mal zumachst, dann sieht man, also jetzt habe ich hier mein Raumbad, linken Seite Dusche, auf der rechten Seite die Toilette und habe ein richtiges Schlafzimmer, wo ich nicht aufsteigen muss. Das ist interessant. Also für Leute, die überhaupt keine Lust haben, abends hochzuklettern oder rauf und runter zu klettern, für die ist das hier ein toller Grundriss. Marlene, komm mal rein. Was fällt dir auf in dem Bett? Fangfrage? Das Bett hat keine Stufen. Ja. Es hat gar keine Stufen. Normalerweise gehst du ja immer. Ja, ich muss immer schön Treppe hochklettern bisher. So, das hat gar keine Stufen. Ist also wie ebenerdig. 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 Man hat hier keine Schwierigkeit. Geh mal gerade rein. Ich zeig mal gerade die Proportionen. Die alte Heizung macht es natürlich möglich. Denn hier habe ich die Luftausströmer, jeweils Heizkörper mit drin. Keine Luftheizung, also keine Aufwirbelung. Und das erklärt auch die 70.000 Euro. Das heißt, du hast also hier wirklich viel mehr Technik installiert, hast ein ganz anderes Bettkonzept. Du stehst jetzt einfach drin und kannst dich hinsetzen aufs Bett. Einfach hinsetzen. Ganz bequem. Ja. Ohne jegliche. Aufstehen, sitzen, kein Problem. Das heißt, wenn man fällt, fällt man auch nicht so tief. Nein. Was ist da drunter? Kann man da aufmachen? Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Da ist nichts, da ist die Garage, aber hier. Oh ja.
Da kannst du öffnen und hast einen unvorstellbar großen Stauraum beheizt. Zusätzlich. Und wie sagst du immer so schön? Gasdruckfedern. Gasdruckfedern. Das heißt, man braucht nicht viel Aufwand, nicht viel Kraft dafür. Der Schrank, guck mal oben. Ja. Mit Feuerlöscher. Ja, das ist gut. Und Hängevorrichtungen für Kleider. Genau. Oder hier viel mehr Blusen, Shirts. Von der Länge her. Schauen wir mal hier hinten weiter. Die nach oben öffnen. Ja. Das ist genau. Ich zeig mal, du kannst stehen und kannst komplett, warte, noch mal, wenn du es nochmal aufmachst, du musst dich nicht bücken, du kommst einfach so ran. Ich komme einfach so dran, ja. Und ich kann auch da ein bisschen vielleicht, aber ich komme an die Sachen dran. Kommst einfach so ran. Ich ja. Muss nicht krabbeln, nicht klettern, also wie in einem richtigen Schlafzimmer. Schlafzimmer, Schrank zu Hause. Ja, ja. Praktisch ein begehbarer Kleiderschrank, wenn du so möchtest. Ja, auch hier die Ablage. Oh, schau mal, da hinten in der Ecke, da ist auch tatsächlich nochmal USB-Anschluss. Da muss ich jetzt aber nochmal schauen. Ich glaube, das ist jetzt, da muss ich jetzt aber krabbeln. Ja, Steckdose. Das heißt, Steckdose. Ich könnte da das Handy laden oben. Handy laden, genau. Vielleicht noch etwas anderes anschließen. Noch ein Schrank? Ja. Dasselbe nochmal. Ja, im Endeffekt. Großer Kleiderschrank. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unter dem Bett auch noch mal was ist. Was meinst du? Denk schon, es bietet sich ja an. Ja, etwas flacher, weil hier sind die Tanks wahrscheinlich drunter. Ah, genau. Ja, da sind die Tanks. Das sind die Tanks Nummer 1 und links lässt sich aber nicht mehr öffnen. Das ist so eine... Aber im Endeffekt kannst du ja noch mal darauf noch mal die Staufläche nutzen, ne? Ja, was Flaches drauflegen. Also hier in dem Bereich, da kannst du auch noch mal was ablegen. Ja, super. Schieb mal gerade die Schiebeschränke noch mal zu. Dann zeige ich mal gerade das Raumgefühl, wenn du alleine sein möchtest im Schlafzimmer. Cool. Dann hast du hier ein großes Schlafzimmer mit Stehhöhe. Komm mal rein, Marlene. Man kann komplett im Schlafzimmer stehen. Das ist die Besonderheit. Ganz ebener Boden. Was für ein cooler Grundriss. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Ich bin auch überrascht. Echt. Ist wirklich praktisch und auch was die Höhe der Betten angeht, sehr angenehm. Ich sag mal so seniorengerecht so ein bisschen, aber... Du, ich mag das auch. Also ich mag auch lieber mein Auto, wenn es ein bisschen höher, ne, beim Einstieg ist. Ja, ich denke immer, man wird ja nicht jünger. Und wenn du dann so irgendwo hochkrabbeln sollst oder du willst ja mal abends oder nachts mal raus auf Toilette oder musst mal die Hunde nachts wieder mal verpflegen, dann brauchst du einfach nur, wenn du dich mal gerade hinlegst, mal so tust, du kannst die Beine ja hochhalten. Ja. Man hat also viel Platz, richtig viel Platz. Also ich denke, 1,80 Meter, 1,90 Meter ist kein Problem. Du kannst auch liegen hier drin. So, jetzt liege ich wirklich oben dran. Jetzt komplett. So, und wenn du aufstehst, einfach nur nach vorne, da kannst du praktisch raus, störst keinen, gehst runter, bist selbst mit deinen Beinen direkt am Boden. Ja. Wirklich top. Top. Gefällt mir auch gut. Dann hier hinten, was auch schön ist, du kannst dich da anlegen. Kannst du mal gerade gucken, ob man das Lattenrost hochstellen kann, hinten? Das ist so eine, weißt du, was ich meine? Ja. Eine Funktion hat? Nee, oder? Nee, es geht nicht. Nur in die fest. Da war übrigens auch die Fußbodenheizung, also die Warmwasserheizung, die da außen rumläuft, die das Ganze dann auch hier, die ganzen Räume dann mollig warm macht. Also wenn ihr Alte kennt, das ist kein Vergleich, also nichts gegen Truma, aber warmes Wasser, keine Verwirbelungen. Also gerade die Leute, die so ein bisschen staubempfindlich sind, die werden sich da freuen. Gut, mach nochmal auf. Und hier vorne kann man dann sich aus dem Weg gehen, indem man einfach beide Türen zumacht. Hier ist die Toilette. Mit drei Schränken. Auch hier wieder dieses Grau. Zeitlose. Ah ja, hier hast du wieder das mit Toilettenpapierhalter. Verdeckt. Verdeckt. Und innen drin auch nochmal Stauraum. Hier kommt das Papier dann raus. Ah, guck mal hier, oben nochmal klein. Haken kann man nicht genug haben. Hier oben
kleines Ausstellfenster. Und du hast noch mal ein Fenster daneben, das heißt, du kannst richtig Durchzug machen, wenn mal hier Milchglas, dass da auch keiner reinschaut. Das größere Geschäft gedroht hat. Das gleiche hast du hier auch noch mal, dass wenn es mal, du kennst es ja nach dem Duschen, ist es dann immer so ein bisschen feucht. Einfach beide Sachen öffnen. So, und das ist dann der Blick von ganz hinten in den Raum rein. Also auf der linken Seite habe ich dann meine Fenster und auf der rechten Seite auch noch mal Fenster und Schränke. Und ich habe einen extrem offenen Raum. Also das ist wirklich genial. Leselampe an der Seite. Gut, gehen wir nach vorne. Kann das abtrennen und habe vorne meinen Wohnbereich. Ein typisches Zwei-Personen-Fahrzeug, denke ich mal. Hat zwar vier Sitzplätze, aber optimal für zwei Personen mit großer Stehhöhe. Also auch vorne, stell dich mal vorne rein ins Cockpit. Kannst also problemlos stehen. Ja. Alles bedienen, sehr offen. Das Hubbett, da geht das dann schon nicht mehr. Also ein sehr, sehr offener Raum. Auch Empfehlung bei uns ist natürlich immer, sich zweimal zu überlegen, ob man wirklich ein Hubbett braucht. Denn ansonsten geht einem unglaublich viel Platz verloren, gerade vorne. Genau, in dem vorderen Bereich, dann ärgert man sich ja doch vielleicht, wenn man sich öfters den Kopf anstößt. Prima. Gut, gehen wir raus. Und zeigen gerade noch mal den Kofferraum, den haben wir eben schon mal gezeigt, aber jetzt wird einem klar, warum der jetzt nicht mehr ganz so hoch ist und warum der Radträger natürlich auf dem Heck drauf ist, weil hier kriege ich stehend jetzt keine Fahrräder mehr rein und deswegen ist hier auch schon direkt der große Thule Radträger dabei und die Anhängerkupplung, wo ich dann auch nochmal, sag mal, Fahrräder drauf machen könnte oder einen kleinen Anhänger hinter mir herziehen könnte. Ein Auto könnte ich da ziehen, zum Beispiel. Große Maschine, Schalter, da steht der 2,3 Liter 160 PS, der Puls T70 51 EB und ja, ganz tolles Konzept mit Einzelbetten, ohne dass ich mich irgendwie verrenken muss, für 70.990 Euro bei Glück sind wir in Sulzemoos. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Marlene. Sehr gerne, Sven.